Am 17. August wurde das Kreiskrankenhaus Prignitz zur Opernbühne für die jungen Künstler der Lotte-Lehmann-Akademie 2016. Der Einladung zu diesem Konzert folgten nicht nur die Patienten des Kreiskrankenhauses, es kamen auch viele Gäste aus der Stadt Perleberg und aus der Umgebung. Die für diesen Ort ungewöhnlichen Klänge sorgten auch bei den Besuchern für entsprechendes Erstaunen. Also ich bin überrascht, dass sowas Gutes und künstlerisch Wertvolles hier im Perleberger Krankenhaus dargeboten wird. Es war nur ein kleines Konzert, mit wenigen der zur Ausbildung in Perleberg weilenden Künstler. Aber auch sie begeisterten ihr Publikum. Die Darbietungen, allesamt große Einzelleistungen, weckten bei den Besuchern Emotionen und Begeisterung. Ganz super, weil das ist fürs Herz. Und wenn man hier noch was hat, ist es noch besser. Und wenn die Oper gut fürs Herz ist, dann ist sie sicher auch etwas für die Seele. Und wenn man nun annimmt, dass die Oper etwas für die reifere Generation ist, so ist das doch tatsächlich ein Irrtum. Gäste aller Altersklassen fanden den Weg ins Kreiskrankenhaus Prignitz. Ja, also sehr gut hat es uns gefallen natürlich, das Konzert, sowohl wie aber auch die Meisterposen, in denen wir waren. Und ja. Also wir waren letzte Woche bei den zwei öffentlichen Proben und das erste hat uns sehr gut gefallen. Da ging es um die Kombination von Körper und Stimme. Gell? So, und es war sehr, sehr schön anzugucken und jetzt zu sehen, wie sie das umgesetzt haben. Wir sind sehr begeistert und freuen uns, dass junge Leute so unterstützt werden und dass es für alle öffentlich ist. Wunderbar. Immer weiter so. Mit dem Weiter so, das ist versprochen. Die Dozenten werden alles daran setzen, dass diese Akademie und die folgenden zur Höchstleistung aufbauen. Solange das Publikum die Leistung mit Beifall und mit kleinen Spenden belohnt, machen die Dozenten und die Teilnehmer eine sehr gute Arbeit.
Cello. Ja. Hast du gezählt, wie viel es ist? Noch nicht.